Okay, ihr Lieben, es wird Zeit, dass wir heute über einen Kaiju reden, nein, über einen Godzilla reden, den ich selber wirklich auch verteidigen würde, mitunter einen der besten Designs von Godzilla selber zu betiteln. Und ich weiß, dass damit wirklich ein sehr kontroverses Fass aufgemacht wird, denn sehr viele von euch da draußen haben mir auch schon geschrieben, boah, Tobi, Mann, Godzilla Earth sieht irgendwie aus wie eine Zecke oder auch wie ein Baum und zweiteres stimmt tatsächlich. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass das Design von Godzilla für den Zweck, den er in dieser Anime-Trilogie erfüllen soll, dass das Design genau dafür auch wirklich prädestiniert und nahezu perfekt ist. Wir sprechen jetzt hier allerdings nicht nur über das Design, wir sprechen jetzt hier über alle zentralen, wichtigen Fakten von Godzilla Earth aus der Anime-Trilogie. Hat die irgendeinen Namen, die Trilogie? Also es sind auf jeden Fall die drei Filme hier, wo es eben genau um diesen Godzilla geht. Und ja, gerade für die Leute, die sich mit der Thematik Godzilla Earth noch überhaupt nicht auseinandergesetzt haben, wird das hier, glaube ich, sehr interessant. Aber auch für alle anderen werden hier ein paar Infos mit dabei sein, die ihr vielleicht so noch gar nicht kanntet. In diesem Sinne starten wir jetzt mit dem Video. Viel Spaß. Im Jahr 2017 ist der Animationsfilm Godzilla Planet der Monster auf Netflix erschienen und war auch eine ganze Zeit exklusiv für Netflix erhältlich. Inzwischen bekommt ihr die Blu-rays und ich glaube sogar 4K-Varianten auch über Amazon oder ähnliches als physische Variante. Und ja, ich bin immer mehr Team physische Disc. Gerade eben auch was die Qualität angeht. Also wenn ihr gerade diese Filme in voller Pracht genießen wollt, dann kommt ihr da nicht um so eine schöne 4K oder auch einfach eine Blu-ray-Disc rum. Denn ich habe den Vergleich tatsächlich mal gemacht, nachdem ich vor, Gott, über einem Jahr alle drei Filme hier auf dem Kanal mal gereviewt habe. Ich habe euch da oben mal einen Link reingesetzt. Da könnt ihr euch meine allererste Kritik zu dem allerersten Film der Trilogie anschauen. Allerdings kommen dann nochmal aktuellere Kritiken, weil die Videos sind eben dann doch schon ein bisschen älter. Das heißt, das Setting ist eben, naja, ich sitze da einfach auf dem Stuhl vor meinem Elektrokamin und das soll natürlich meine Meinung dadurch auch nicht schmälern. Allerdings werde ich dann nochmal ein aktuelleres Video zu der ganzen Thematik machen. Und ich war damals schon so begeistert von diesen Filmen gewesen, dass ich mir gesagt habe, ja, ich kaufe mir die auf jeden Fall in so einer schönen Blu-ray-Box. Ich meine, ich habe die damals in so einer Schuber-Box bekommen, die habe ich allerdings gar nicht mehr, weil es wieder mal nur so ein Papier-Ding drumherum gewickelt gewesen ist. Das wäre auf jeden Fall was zum Reviewen für den lieben Pandamann. Und da musste ich dann wirklich feststellen, dass die Blu-rays, ich habe das Ganze nur auf Blu-ray, nicht mal auf 4K, die sind um einiges nochmal schärfer, detaillierter und weniger verwaschen in manchen Stellen als eben die Netflix-Variante. Und ja, damit will ich ganz einfach das Fass so ein bisschen aufmachen, dass die maximale Qualität von Filmen oder eben auch von Serien, die bekommt ihr einfach noch über eine Disc und über die Streaming-Anbieter habt ihr eben immer mal hier und da kleine Abstriche, weshalb ich der Meinung bin, kauft euch die ganze Nummer am besten physisch oder schaut mal, ob Apple TV Plus sowas hat, denn Apple TV Plus hat, meine ich, aktuell, was Streaming-Dienste angeht, die qualitativ hochwertigste Auflösung und die größte Framerate. Das soll jetzt aber hier gar nicht das Thema sein, ich wollte einfach nur ganz kurz mal meine Empfehlung an euch weitergeben, denn die Filme haben optisch wirklich einiges zu bieten. Man muss den Stil mögen, muss ich dazu sagen. Es sind Filme, die irgendwie in den Anime-Bereich zählen, also die werden als Anime gelistet. Für mich zählt Anime immer noch unter ein Raster, wenn etwas selbst gezeichnet ist, was wahrscheinlich laut Definition so nicht ganz eintrifft. Aber diese Filme hier, die sind so gut wie gar nicht selbst gezeichnet. Das ist alles am Computer entstanden. Ihr habt sehr viele 3D-Modellierungen. Das Ganze sieht definitiv nach Computer gemacht aus. Aber ich finde, die Filme haben einen besonderen Charme. Und gerade eben Godzilla Earth selber hat einen wirklich prägnanten Auftritt, wenn er denn mal in Erscheinung tritt. Gerade zu Beginn des Films sehen wir einfach nur, wie dieses Monster, naja, die gesamte Welt dominiert. Denn Godzilla Earth ist der gnadenlos mächtigste Kaiju von allen. Es gibt einen einzigen Kaiju, vor dem Godzilla Earth mehr oder weniger Respekt hatte, beziehungsweise bei dem Godzilla Earth den Kampf abgebrochen hat. Und das ist Mothra gewesen, da Mothra den Atomic Breath von Godzilla Earth widerstehen konnte und den auf den Kaiju zurückschießen konnte. Aber kommen wir vielleicht mal zur groben Grundgeschichte. Worum geht es eigentlich in den Filmen? Und warum sind da eigentlich so viele Kaiju? Und wieso hört man von denen allen gar nicht? Denn ich wette auch ihr da draußen, wenn ihr die Filme nicht gesehen habt, werdet ihr sagen, Godzilla Earth habe ich irgendwo schon mal gehört, das Design auf jeden Fall gesehen, jetzt sagst du aber gerade, da waren auch noch andere Kaiju gewesen.
Spielen die denn eine große Rolle in dem Film? Und die Antwort hierbei ist nein. Es geht in dem Film darum, dass die Menschheit schon längere Zeit mit verschiedenen Auftauchen oder verschiedenem Auftauchen von Kaiju zu kämpfen hat und eben gegen diese Kaiju vorgehen muss. Godzilla Earth taucht dann irgendwann auch in diesem Krieg gegen die Kaiju auf und greift sowohl die anderen Kaiju an, als aber auch die Menschen selber. Das Ganze spielt im Jahr 2030 und die Menschheit kämpft dann eine ganze Weile lang um die Vorherrschaft, um den Planeten Erde, zusammen mit einer außerirdischen Rasse, deren Namen ich hier nicht mehr ganz weiß, ich werde es hier gerade mal einblenden. Und Godzilla rottet quasi alles aus, was er irgendwie vor die Linse bekommt. Bis auf, wie gesagt, einmal ganz kurz Mothra, weil er sich da eben dann zurückzieht, da Mothra ihm quasi zeigt, nicht mit mir. Was mit Mothra geschieht und alles drum und dran, das besprechen wir mal separat in einer wirklichen Filmbesprechung, nochmal einer ausführlichen Filmbesprechung zu allen drei Filmen. Auf jeden Fall haben wir hier schon Godzilla Earth in einer wirklich prägnanten Variante, denn jeder Atomic Breath, der von ihm abgeschossen wird, wir sehen, glaube ich, zu Beginn des Films zwei Stück, die kommen nahezu aus dem Nichts, die sind total schnell und eben auch wuchtig und ihr wisst, ich mag es ja, wenn diese Atomic Breath nicht irgendwie groß, ja große künstlerische Sachen sind, wie jetzt bei Shin Godzilla. Nicht falsch verstehen, ich mag Shin Godzillas Atomic Breath. Ich habe euch auch mal ein Ranking zu allen Atomic Breaths gemacht. Das habe ich dir auch mal da oben verlinkt. Da kam Shin Godzilla auch gar nicht so schlecht dabei weg. Aber ich stehe eben da drauf, wenn dieser atomare Atem mit einer Wucht einschlägt. Und genau das macht er eben im Fall von Godzilla Earth. Wie eben gerade erwähnt, im Jahr 2030 erschien Godzilla Earth das allererste Mal auf der Erde. Im Jahr 2048 war es gewesen. Da hat dann die Menschheit eingesehen, okay, wir können die Erde nicht halten. Nicht einmal mit Hilfe dieser außerirdischen Rasse, die mit uns zusammen auf der Erde leben, mit denen wir ebenfalls einen Pakt haben. Wir kommen gegen diesen Godzilla nicht an. Also müssen ein paar Menschen durch eine Art von schon fast archenmäßigem Raumschiff die Erde verlassen und zu einem anderen Planeten fliegen, bei dem man eben denkt, okay, den können wir auf jeden Fall besiedeln, wir lassen Godzilla auf der Erde zurück, er hat den Kampf quasi gewonnen, er wird uns aber eben nicht ins Weltall folgen können. Und im Großen und Ganzen stimmt das auch, allerdings lernt die Gruppe dann eben von Menschen und eben der anderen Spezies relativ schnell, dass der Planet, den sie zum Besiedeln auserkoren haben, dass man da nicht wirklich, naja, Fuß fassen kann. Dieser Planet ist nicht dafür gedacht, für unsere Art dort zu leben. Also müssen wir geradewegs wieder zurückfliegen auf die Erde und stellen dann plötzlich erschrocken fest, dass obwohl im Film, es waren glaube ich im Film nur so ein paar Jahre, die den Menschen und eben den Aliens so aufgefallen sind und dann merken die aber alle, Moment, die Erde hat sich grundlegend verändert, wir sind einfach jetzt 20.000 Jahre lang weg gewesen. Und da geht man in dem Film so ein bisschen auf dieses Zeitparadoxon ein, was auch im Film Interstellar behandelt wird, dass auf verschiedenen Planeten oder in verschiedenen Ecken des Weltalls die Zeit anders verläuft. Das müssen wir jetzt hier nicht großartig besprechen. Ich kann da gerne mal ein Video dazu machen. Ob es nur hier zu dem Kanal passt, ist dann eben die andere Frage. Auf jeden Fall kehrt unsere Gruppe von Flüchtlingen jetzt wieder auf die Erde zurück und merkt, okay, es sind 20.000 Jahre vergangen. Und wir denken uns dann erstmal, alles klar, 20.000 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Es gibt kein Tier, das 20.000 Jahre lang überleben kann. Das existiert einfach so nicht da draußen. Naja, Godzilla ebenfalls schon. Und jetzt kommen wir zu dem essentiellen Punkt, warum ich euch jetzt hier in diesem Video, das sich eigentlich nur um Godzilla Earth drehen soll, die gesamte Vorgeschichte davon erzählt habe. Denn Godzilla Earth ist gewachsen und zwar vom Zeitpunkt 2030 an bis zu dem jetzigen Zeitpunkt und zwar 20.000 Jahre später. Und da könnt ihr jetzt irgendwie versuchen, euch mal kurz vorzustellen, wie gewaltig dieses Vieh werden muss. Eins kann ich von vornherein wegnehmen. Godzilla Earth ist der aktuell größte Godzilla, den wir jemals in irgendeiner Variante auf der Leinwand oder im Heimkino gesehen haben. Godzilla war nie pompöser, war nie größer, war nie gewaltiger. Und diese massive Gewalt dieses Tieres, die spürst du auf jeden Fall im Film. Die Frage ist jetzt, wie hat Godzilla Earth es geschafft, so lange zu überleben? Und die Antwort darauf ist, dass Godzilla in dieser Form in der Lage gewesen ist, eins mit dem Ökosystem der Erde zu werden. Aus diesem Grund, jetzt kommen wir zu dem Holzlook zurück, hat man sich dazu entschieden, das Design von Godzilla einem Baum anzunehmen.
ähneln. Ja, die Leute, die sagen, Godzilla sieht aus wie eine Zecke, das mag irgendwie so sein, ist aber eben einfach falsch. Die Leute, die sagen, er sieht aus wie ein Baum, das ist vollkommen richtig. Er soll, wie gesagt, diesen Holzlook rüberbringen, denn er ist nun eins mit der Erde. Godzilla kann in dieser Form, also in dieser 20.000 Jahre später Form, ebenfalls bestimmte Ereignisse auf der Erde fühlen, wenn sie ihm stark genug passieren. Kann man das irgendwie so sagen? Also er merkt eine Explosion und weiß dann eben, wo die passiert, weil er logischerweise eins mit der Erde ist. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie wenn mein Körper jetzt die Erde wäre und jemand würde auf meiner Hand eine Explosion auslösen und dann würde es hier so ein bisschen kribbeln oder vielleicht sogar wehtun und dann würde ich auch merken, aha, Moment, da stimmt irgendetwas nicht und dann da eben auftauchen. Das heißt, Godzilla Earth hat eben schon fast wie so ein Radar und kann genau feststellen, wo auf der Erde jetzt welche Dinge passieren. Allerdings setzt diese Fähigkeit im Film selber immer nur dann ein, wenn wirklich große Ereignisse passieren. Wir haben auf dem Planeten nämlich nach 20.000 Jahren ebenfalls noch Menschen leben. Die leben allerdings so ein bisschen in Schluchten und im Untergrund und verhalten sich eher leise und unauffällig und Godzilla hatte auch nichts dagegen. Laut der Beschreibung selber weiß Godzilla permanent, wer sich auf der Erde befindet und er versucht sogar Eindringlinge von der Erde selber abzuhalten. In der Charakterbeschreibung selber ist beschrieben, dass Godzilla Earth alles angreift und zerstört, was das Ökosystem der Erde auch nur ansatzweise negativ beeinflusst. Aus diesem Grund greift Godzilla Earth die Menschen im Film auch erst einmal nicht an, da die sich ja in diesen unterirdischen Tunneln mit der Erde gemeinsam, naja, irgendwie am Leben erhalten, also die beeinflussen das Ökosystem nicht, so wie wir das heutzutage auf unserer Welt machen. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, denn man geht jetzt hier wirklich auf die Thematik ein, was im Endeffekt sogar in Godzilla Kong the New Empire angesprochen wurde. Godzilla ist der Beschützer der Natur. Und das nutzt man jetzt hier in diesem Film, um Godzilla als Antagonisten darzustellen. Denn weil er die Natur beschützen will, möchte er eben verhindern, dass sich die Menschen wieder genauso ansiedeln, wie sie es einmal getan haben. Das heißt, ja, er akzeptiert eine gewisse Gruppe von Menschen, wenn die sich aber auch nur dezent auf diesem Planeten verhalten. Godzilla möchte aber nicht, dass wir den Planeten noch einmal so zugrunde richten, wie wir es jetzt auch quasi in unserer Realität machen, und ist dann eben der Wächter, der das Gleichgewicht auf der Erde bewahren soll. Godzilla Earth ist übrigens kein offizieller Name gewesen, können wir jetzt mal sagen. Der Name wurde tatsächlich von den Fans selber erfunden, nachdem die allerersten Designs und Konzeptzeichnungen zu diesem Film veröffentlicht wurden. Allerdings finden wir inzwischen in allen möglichen Schriften und Betitelungen, die zum Teil sogar offiziell von Toho kommen, den Titel Godzilla Earth, und ich meine, es gab sogar mal eine Actionfigur, wo ebenfalls Godzilla Earth draufstand. Die ganze Nummer ist also ähnlich abgelaufen wie bei Buck und Doe aus The Lost World Jurassic Park 2, wo ja nur Buck der offizielle Name war und sich dann eben die Fans gedacht haben, naja, wenn der Buck, also Bock heißt, dann macht es ja nur Sinn, wenn das Weibchen hier Doe heißt. Und ich meine, der Name wird sogar im Jurassic Park Compendium benutzt und auch der kommt von den Fans, genauso wie der Name Godzilla Earth. Und der Titel passt perfekt zu diesem Titan, zu diesem Kaiju, weil er eben, wie gesagt, eins mit der Natur ist und eins mit der Erde. Der Grund, warum man sich dazu entschieden hat, die Natur so stark in dieses Konzept einfließen zu lassen, das geht auf einen japanischen Mythos zurück, auf den sogenannten Weltenbaum. Denn der Weltenbaum ist in dieser Mythologie die perfekte Lebensform und, naja, eben einfach eine Pflanze. Und so hat man dann das Konzept dieses Weltenbaums genommen, der übrigens auch auf einer echten Pflanze basiert. Also die Grundidee des Weltenbaums basiert auf einer echten Pflanze. Da habe ich euch den Link, wenn ich ihn denn noch finde, mal in der Beschreibung unten verlinkt, wenn ich mal ein Video über den Weltenbaum machen soll. Dann schreibt es mir einfach auch mal in die Kommentare unten rein, da werde ich dann schon irgendwie eine Überleitung finden zum Thema Godzilla, wenn es denn relevant ist für euch. Auf jeden Fall war das die Grundidee, wie man darauf gekommen ist, dieses Design von Godzilla einzuführen. Godzilla Earth wird als unfassbar aggressive Kreatur beschrieben, die nicht einfach nur gegen die Menschen vorgegangen ist, sondern auch gegen andere Kaiju, die auf der Erde aufgetaucht sind. Ebenfalls deutet der Film eine extrem hohe Intelligenz von Godzilla Earth selber an, denn es wird suggeriert, dass der Kaiju auf die Rückkehr der Menschen aus dem Weltall wartet. Ganz nach dem Motto, ich weiß ganz genau, dass ihr da draußen keine andere Welt mehr findet, ihr werdet wieder zurückkehren und dann gnade euch Gott. Auch hierfür gibt es ein relativ frühes Konzept, was so allerdings nicht umgesetzt wurde, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Dieses Konzept sollte von einer Art von Omniwesen oder hat von einer Art von Omniwesen geschrieben, welches sich auf Godzilla
Godzilla bezogen hat, der eben nicht nur auf der Erde seine Fühlerchen überall ausstrecken konnte, sondern eben auch im Weltall selber erahnen oder eben spüren konnte, was da gerade vor sich geht. Dazu gibt es null Indizien im fertigen Film später, deswegen, ich glaube, das war auch einfach nur so ein Konzept gewesen, aber die Intelligenz von Godzilla und dass er eben auf die Rückkehr der Menschen gewartet hat, die ist offiziell im Kanon niedergeschrieben. Eine Legende in der Welt dieser Godzilla-Trilogie beschreibt Godzilla sogar als eine Art von göttlichen Rächer, der auf die Welt gesandt wurde, um die Menschen und alle Kreaturen, die sich eben nicht an das Gleichgewicht der Natur gehalten haben, zu bestrafen. Das wird zwar als Legende abgetan, aber ich werde es jetzt hier nicht spoilern. Wie gesagt, wir schwätzen nochmal über alle drei Filme nach und nach. Das, was im dritten Teil passiert, einfach nur als ganz kurzen Hinweis an diejenigen, die den Film schon gesehen haben, die Nummer mit Ghidorah im letzten Film, da brechen wir dann schon so ein bisschen diesen religiösen Glaubensmythos auf und verfrachten eigentlich sehr viel vom Glaube in die Realität und vermischen das mit Wissenschaft. Also es wird zwar nie gesagt, ja, Godzilla ist ein göttlicher Rächer, aber es wird eben hier und da mal erwähnt, dass es bestimmte Schriften gegeben hat, wo das eben bekannt gegeben wurde und deswegen, wir behandeln das Ganze erst nochmal ein bisschen als Mythos. Godzilla Earth verteidigt seinen Heimatplaneten instinktiv vor äußeren Einflüssen und das Ganze wird im Konzept so beschrieben, als wäre er das Immunsystem der Erde, was sich nun reaktiviert hat, um die Erde komplett vor äußeren Schäden zu schützen. Und genau das passiert ja im Endeffekt auch. Also Godzilla vernichtet ja alles, was der Erde schadet. Und wenn die Menschen dann 20.000 Jahre später zurückkommen, dann sehen wir auch, dass die Erde sich unfassbar erholt hat. Wir haben eine Artenvielfalt, eine komplett neue. Wir haben einen Planeten, der mit sich im Reinen ist, der auch komplett grün ist. Wir haben komplett klares Wasser. Und Godzilla funktioniert ebenfalls nach 20.000 Jahren immer noch wie ein Immunsystem. Sobald er auch nur äußere Einflüsse merkt, die er eben kennt, dann geht er sofort auf 180 und versucht eben, diese Schädlinge von der Erde zu vertreiben oder eben auszulöschen. Und diese ganze Immunsystemnummer erklärt auch so ein bisschen, warum Godzilla dann im letzten Film so in Rage gerät, als dann auf einmal auch noch Ghidorah angreift. Es wirkt ein bisschen so, als würde Godzilla Earth genau wissen, welche Art von Kraft er gegen welche Bedrohung benutzen muss. Und deswegen sehen wir diese gewaltige Macht, dieses Kaiju, vorher noch nicht in dem Ausmaß wie dann eben zum Ende des dritten Teils. Diese Variante von Godzilla ist nahezu einzigartig, weil sie, und korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, die einzige Haupt-Godzilla-Art ist. Wir nehmen jetzt mal ja, so Godzilla-Mutanten wie Biollante beiseite. Er ist der einzige Hauptgodzilla, der in diesem Fall nicht auf einem echten Tier, sondern auf einer Pflanze basiert. Was ebenfalls eine sehr interessante Erneuerung von der ganzen Geschichte ist, die mir auf jeden Fall echt gut gefällt. Godzilla Earth wird laut offizieller Figurenbeschreibung mit jedem Kampf stärker, beziehungsweise je stärker der Gegner wird, umso stärker wird ebenfalls Godzilla Earth, um eben diese Bedrohung zu vertreiben. Und auch das stößt wieder auf diese ganze Immunsystem-Aussage. Godzilla Earth ist quasi das Fieber, das so lange ansteigt, bis eben, naja, entweder der Wirt selber darunter stirbt oder einfach die Bedrohung eliminiert wird und die Zelle wieder heilen kann, in diesem Fall eben dann die Erde selbst. Ihr merkt also schon, dass die gesamte Godzilla-Earth-Nummer, die hat schon einen extremen Hintergrundgedanken dabei, wie das jetzt umgesetzt wurde, da könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Wie gesagt, die gesamte Trilogie ist auf Netflix verfügbar, wir werden hier auch nochmal einen Talk zu der Trilogie halten. Ich werde in diesem Fall aber wahrscheinlich, ja, ich denke mal, ich werde alle drei Filme am Stück besprechen, je nachdem, wie lang das Video dann gehen wird. Aber ich werde jetzt hier nicht mehr alle drei Filme einzeln reviewen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Das kann man auch schön in einem Video abhaken. Und das wird dann jetzt irgendwann auch dann die nächsten Tage mal kommen. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu Godzilla Earth? Hast du die Anime-Trilogie schon gesehen, die ja doch sehr kontrovers aufgenommen wurde? Wie ist deine Meinung dazu? Wie ist deine Meinung abseits der gesamten Story vom Design von Godzilla Earth vom Konzept? Schreibt mir all deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.